Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich begrüße ich Sie zu unserem Online-Gottesdienst am Sonntag ex Audi und freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und zuschauen und mitfeiern daheim. Christus, er ist in den Himmel aufgefahren, aber er hat uns seinen Heiligen Geist verheißen, seinen Tröster, seinen Beistand. Das ist die große Anziehungskraft. Die Beziehung zu Jesus, sie bleibt erhalten. Wir haben den Geist. Er selbst hat gesagt, wenn ich erhöht werde, so will ich euch zu mir ziehen. So segne Gott unser Zusammensein, gerade und auch, wenn es online ist. Amen. Gott, dem alle Menschen am Herzen liegen, er kommt auf uns zu und will uns begegnen. Er kommt jetzt im Gottesdienst auf uns zu, in seinem Wort. Er kommt aber auch auf uns zu, in den Menschen, die nach Hilfe schreien. Lassen wir ihn an uns heran? Oder lassen wir uns nicht stören und gehen einfach die gewohnten Wege weiter? Wir bekennen Gott, dass wir aus Trägheit oder Gewohnheit das Gute immer wieder unterlassen und bitten ihn, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. In Jesus von Nazareth hat er ein für alle Mal gezeigt, wie er ist. Er ist ein Gott, der Hilferufe hört, der sich erbarmt, der hilft, der heilt. Wer da glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Das schenke Gott uns allen. Amen. Lasst uns beten. Christus, du König der Herrlichkeit, du bist erhöht über alle Welt. So bitten wir dich, lass du uns in dieser Welt nicht allein und nicht ohne Trost, sondern sende uns deinen Geist, dass er uns stärke, dass er uns in Anfechtung beistehe, dass er uns kräftige in unserem Glauben und uns immer wieder an dich erinnert, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ist er noch so klein, er zieht doch ein.
Traum nicht erhält, da bleibt nichts, was uns trennt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der heutige Predigttext, er steht im Johannesevangelium im 15. und 16. Kapitel. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Liebe Schwestern und Brüder, jetzt im Mai jährt sich der 100. Geburtstag von Sophie Scholl, Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Aus ihrer Glaubensüberzeugung heraus hat sie im Dritten Reich Widerstand geleistet. Ihr Glaube, er verbot ihr, einfach wegzuschauen und zu schweigen. Deshalb wurde sie hingerichtet. Die Worte Jesu heute, sie erinnern an Christen, die aufgrund ihrer Überzeugung und der davon abgeleiteten Taten und Worten verfolgt, ermordet wurden und werden. Sie erinnern uns daran, dass diese Warnung nicht nur den ersten Christen damals galt, die von der römischen Staatsmacht verfolgt wurden und hingerichtet, sondern dass immer galt und gilt, wo Menschen sich als Christen in Wort und Tat zu erkennen geben, da laufen sie auch Gefahr, verfolgt zu werden. So war es während des Nazi-Regimes, so war es in der SED-Diktatur in der DDR, so ist es auch heute für viele Christen in vielen Ländern dieser Welt. Woher kommt es aber, dass Christen immer wieder verfolgt werden? Weil sie eben mit ihren Worten und Taten Jesus nachgefolgt sind. Weil sie versucht haben, so wie Jesus zu leben, zu handeln. Was aber war dann an Jesus so anstößig? Betrachten wir sein Handeln, sein Reden, dann fällt schnell auf, dass seine Motivation die Liebe war. Die Liebe zu den Menschen, die ihm begegnet sind. Ihre Not, ihre Sorgen, ihr Kummer, ihr Leid, das rührte ihn an, das bewegte ihn zum Handeln. Er sah die Menschen mit Liebe an. Das ist bei Jesus irgendwie so wie bei uns, wenn wir ein kleines Kind im Kinderwagen sehen oder es auf dem Arm halten und es bestaunen. Da huscht wie von selbst ein Lächeln über das Gesicht. Freundliche Gefühle werden geweckt, selbst wenn es schreit. Wenn man so ein Baby im Arm hält, da wird einem bewusst, wie verletzlich, wie wunderbar aber auch dieses Wesen ist, wie sehr es auf Hilfe angewiesen ist. Vielleicht auch, was für ein Potenzial, welche Möglichkeiten in diesem Wesen stecken, wie es sich entwickeln könnte. So ein Baby, es rührt uns an.
Und genauso ist Jesus mit den Menschen umgegangen. Als einer, der in ihnen das wunderbare, verletzliche, zerbrechliche Kind sehen konnte. Der sehen konnte, dass ein solches Kind ein Kind Gottes ist. Und der darum von Liebe zu diesem Kind Gottes zu den Menschen erfüllt war. Der sogar für die, die ihn töteten, aus dieser Liebe heraus um Vergebung bat. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie da tun. Jesus war von dieser Liebe zu den Menschen auf dieselbe Weise erfüllt, wie uns diese Liebe ergreift, wenn wir ein kleines Kind in den Armen halten. Und das ist es, was die Jünger an Jesus sehen, was sie mit ihm erleben, was sie von ihm kennenlernen. In seinen Taten, da haben sie die Liebe Jesu zu den Menschen gesehen und haben begriffen, wie mächtig diese Liebe ist. Aber diese Liebe, sie ist auch schwach, hilflos, zerbrechlich und ohnmächtig, wenn sie auf Gewalt trifft. Sie rettete Jesus nicht vor dem Tod. Sie schützte seine Jünger nicht vor Verfolgung und vor Tod. Und darum warnt Jesus seine Jünger, deshalb warnt er uns, dass sein Weg der Liebe, dass der auch bedeuten kann, dass man sich in Gefahr gibt. Und trotzdem, obwohl die Gewalt oft die Oberhand behält, ist der Weg der Liebe der bessere Weg. Daran erinnert uns der Geist der Wahrheit. Er erinnert uns daran, was Jesus getan hat, wofür er gelebt hat, wofür er gestorben ist und wofür er von Gott auferweckt wurde. Er lässt uns eben nicht vergessen, dass die Liebe der richtige Weg ist und der einzige Weg, dass diese Welt gesunden kann. Auch wenn es so oft den Anschein hat, es müsse die Liebe vor der Gewalt kapitulieren. So wird, wer sich auf den Weg der Liebe macht, leiden müssen. Wird leiden an der Lieblosigkeit, an der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wird leiden, weil diese Welt einfach nicht ertragen kann, dass es Menschen gibt, die da nicht mitmachen wollen, beim immer höher, schneller, weiter, beim Kampf jeder gegen jeden, beim täglichen Egoismus. Er wird leiden, weil die Welt es eben nicht ertragen kann, dass da einer den Finger in die Wunde legt. Warum müssen Kinder vor Hunger sterben? Warum müssen Flüchtlinge ertrinken? Warum ist das zum Leben Nötige so ungleich verteilt? Warum werden Männer und Frauen, Hell- und Dunkelhäutige, Junge und Alte so unterschiedlich behandelt, so ungerecht? Er wird leiden, weil die Liebe der Welt einen Spiegel vor die Augen hält und damit zur Umkehr nötigt und auffordert. Wer sich vom Geist Gottes ergriffen auf den Weg der Liebe macht, wird leiden müssen. Wer sich vom Geist Gottes ergriffen auf den Weg der Liebe macht, wird großes Glück empfinden. Das Glück, dass eine Mutter einen Vater erleben, wenn sie ihr Neugeborenes auf den Arm halten, weil der Geist Jesu uns eben sehen lässt, dass jeder Mensch liebenswert, wunderbar, auch ein zerbrechliches Kind Gottes ist und welche Möglichkeiten er hätte. Und wo diese Liebe auf fruchtbaren Boden fällt, da erleben wir das Glück, dass Menschen heil werden, dass sie ihre Bestimmung, dass sie ihr Ziel finden. Der Geist Jesu, der Geist der Liebe, der sendet uns nicht aus, dass wir Märtyrer werden, sondern damit wir, wie Jesus, zu den Menschen gehen und sie mit seinen Augen anschauen. Wir schenken Menschen diesen liebevollen Blick Jesu, eben weil wir selbst von Gott so angesehen sind, mit diesen liebevollen Augen, dass sein Angesicht über uns leuchtet. Wer sich so vom Geist Gottes ergriffen weiß
und auf den Weg der Liebe macht, der wird großes Glück finden. Die Liebe, auf die wir vertrauen, die Liebe, die wir weitergeben, die wird sich als stärker erweisen als die Gewalt. Sie wird es sein, die am Ende siegt. Es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe, die ist die größte unter ihnen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Gott, bewahre uns vor Verlockungen, durch die wir ein sinnvolles Leben verfehlen, dass wir uns fernhalten von Orten, an denen Gewalt geübt wird, von Orten, wo man schreit Kreuzige, wo man Menschen niedermacht und klein hält. Lass du uns auftreten gegen alles, was Leben nimmt, und gegen alle, die Menschen am wahren Leben hindern. Gib du uns Kraft, gib uns Mut, wenn uns das Leben schwer wird. Lass uns Freunde finden, denen wir vertrauen können, weil wir sie als deine Kinder erkennen. Lass Menschen in uns deine Engel finden, die sie begleiten in Liebe und Hilfe auf allen Lebenswegen. Lass uns sehen, lass uns hören, spüren und erfahren, wie reich und schön alles ist, was du geschaffen hast. So sei du bei uns und begleite und behüte uns durch deinen lebensspendenden Geist. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott begleite euch und gehe mit euch.
mit seinem guten Geist. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.